Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zur höchstwahrscheinlich letzten Folge Metro Last Light. Pavel hat es nicht verdient, aber gerettet haben wir ihn. Vor dem schlimmen, schlimmen Schicksal, wahrscheinlich dem Tod, aber auch mehr, haben wir ihn bewahrt. Aber wir haben ja noch eine Mission zu erfüllen. Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Entschuldigung. Den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Korbuts finstere Pläne betrifft. Ich bin voll der Stimmungskiller. Ich glaube, ich muss gleich noch mal niesen. Aber vielleicht kann ich früh genug Bescheid sagen. Ah, der Garten. Ich brauche. Alter, ich brauche dringend eine neue Maske. Ich habe aber auch nie nicht einer rumfliegen gesehen, mal. Irgendetwas ist hier seltsam. Warte. Was ist das? Ich muss sehen. Ja, ist gut. Seh du mal. Hast du nicht zufällig auch eine neue Maske? Nee, na gut. Oh, Alter, ich laufe auch noch straight drauf zu. Oh, das ist unangenehm. Du bist ein Vieh. Gut, da muss ich auch lang. Ich greife einfach erstmal nichts hier an. Wahrscheinlich muss ich meine Munition gleich für irgendwas sparen, das mich auf jeden Fall angreift. Greift ihr mich an? Direkt? Straight? Ich dachte, wenn ich euch in Ruhe lasse, greift ihr mich nicht an. Ich greife hier nichts an. Das ist mein Mantra seit der letzten Folge. Und daran halte ich mich so lange, bis ich angegriffen wurde. Hohe Strahlung, okay. Wo muss ich. Was passiert denn hier? Ihr seid alle so aufgeregt, das macht mir Angst. Ich glaube, ich muss den Fluss hochlaufen. Oh, der Kleine ist weg. Er sieht wahrscheinlich immer noch. Ich höre es nur, aber ich sehe es nicht. Entschuldigung. Wollt euch nicht im Weg rumlaufen. Ich habe nichts getan. Geht einfach weg. Muss ich die jetzt töten? Die hauen halt nicht ab. Da jetzt hauen sie ab, oder? Nee, nicht so ganz. Du, das ist alles gut. Guck mal, deine Freunde sind auch abgehauen. Ich markiere hier nicht den großen Macker und lass mich einfach gehen. Nee, sind wiedergekommen. Na toll. Ich laufe jetzt einfach los. Ah, was ist das? Oh, geht das? Nö. Nö. Aufgefallen ist, es gab im Metro 2033 keine Bosskämpfe.
Das fand ich eigentlich ganz angenehm. Nein, das ist schon cool. Ich mag die Bosskämpfe bisher auch. Sie waren nie überschwer, aber du siehst... Im ersten Moment, in dem du das Vieh siehst, denkst du dir so... Warum? Es ist doch gar nicht so weit gekommen. Na gut, es ist riesig, deswegen... Oh nein, komm. Komm, das ist... Ach, komm. Erzähl mir... Okay, warte kurz. Ja, das könnte besser sein. Dann lass uns mal tanzen, mein Dicker. Oh, das würde ich gerne ganz schnell tun. Ja, ich weiß. Ich komme nicht weg. Adion, lauf! Ich will euch da gar nichts tun! Ich will eure Mami doch gar nicht töten! Oh, ich habe Mami getötet. Nee, doch nicht. Aua, aber alle anderen sind jetzt auch sauer auf mich. Sie verschützt ihren Rücken. Ist dort verletzlich. Aber warum greift sie an? Achso, sie beschützen ihren Rücken. Oh Gott, hallo Mami! Oh, scheiße. Oh mein Gott, ich habe immer noch kein Medipack. Haha! Ja, das mit dem Rücken ist so eine Sache, ne? Da muss ich erstmal irgendwie hinkommen. Komm, ihr habt jetzt schon so viel reingehauen. Scheiße. Hilfe, was geht hier? Das war sehr komisch und unangenehm. Alter! Sein, dass sie sich so ein bisschen nämlich festgeglitscht hat. Ja, ich muss nachladen. In Zeitlupe. Warum? Ah, das mit dem Festgeklitsche war irgendwie cooler. Da konnte sie mich nicht hauen. Oh Gott, ey. Die frisst so unfassbar viel. Hat sie es wieder mit festgeklitscht? Ja. Gott! Jetzt reicht's aber langsam, Oma! Oh, Alter! Ich weiß aber auch nicht, kriege ich hier irgendwo mal Munition her? Nee. Großartig. Wo ist sie? Sie klitscht sich irgendwie ständig in mich fest.
Jetzt come on! Es gibt es doch einfach nicht. Hau die ab? Ja, ich hab sie auch noch ab. Oh Gott. Oh Gott, die Aufnahme läuft noch. Okay, da ist zumindest alles tutti. Ich will's ja gar nicht töten. Ich lass euch einfach in Ruhe, okay? Ich lass euch in Ruhe. Ich weiß nicht, haltet ihr sie gerade oder fresst ihr sie? Bin mir nicht sicher. So oder so ist die Sache für mich gegessen. Das werde ich bereuen. Wahrscheinlich heilen sie sich jetzt und ich muss nochmal gegen Moody kämpfen. Ist sich auch noch in der Sackgasse? Nee, doch nicht. Leute, so eine schöne fette Kiste mit Loot. Oh! Oh! Hallöchen! Oh, Freunde! Gott sei Dank bist du doch. Hast deinen Freund mitgebracht. Moment. Was ist das? Dieses Kind sollte nicht ohne Gasmaske hier draußen herumlaufen. Was zum Teufel war das? So ist es. So ist es. Ein Kind von der Oberfläche. Ein Schwarzer. Nein, nicht erschießen, Miller. Dann bringen Sie ihn weg von mir. Keine Maske. Ich hätte es wissen sollen. Der ist grün, aber der da ist gelb. Sag ihm, dass ich keine Gefahr bin. Er scheint sich schnell anzupassen. Ja, das wird ihn am Leben halten. Kann ich mit ihm reden, Artyom? Oberst Miller, legen Sie Ihre Furcht ab. Dieses Kind ist die Zukunft. Sie brauchen nur seine Hand zu nehmen. Meine Hände sind schon voll. Ich bezweifle, dass dieses Wesen uns helfen kann. Aber Sie beide können ohne mich weitermachen, bevor ich zu einer besseren Einsicht gelange und die Erde von ihm befreie. Ach, Miller. Wie kann dieser... Ich kann seine Gedanken verstehen. Karl ist voll geflasht. Und ich kann deine hören, Artyom. Kannst du die Gedanken von jedem hören, indem du ihn einfach nur berührst? Bei Artyom ist es anders. Wir können auch aus der Ferne miteinander reden. Er wurde vor langer Zeit adoptiert. Siehst du, Artyom? Die Schwarzen haben dich verändert, damit sie uns verstehen können. Was ist hinter dieser Tür? Hast du gehört? Sie rufen dich. Ich kann es hören. Öffne sie. Moment. Das sieht aus wie eine der versiegelten Türen in D6. Ja, an der Messe. Hat auch ein starkes Schloss. Wir müssen sie aufbrechen. Was ist da? Weiß ich nicht. Weiß auch nicht, ob ich das wissen will. Und schlafen. Unglaublich. Sieh dir das an. Sie machen einen Winterschlaf. Er ist nicht alleine. Ich muss sie wecken. Es wird Zeit, dass sie leben. Wir gehen jetzt alle dahin. Wir werden die Tür öffnen. Tot. In der Nähe. Überall. Aber ich muss sie wecken. Oder für immer alleine bleiben. Jetzt hör zu. Hilf uns. Dann helfen wir dir. Das werde ich. Was muss getan werden? Ich muss sie wecken. Wir müssen improvisieren. Selber schuld, wenn du nicht mit wolltest. Oberst, können Sie das Tor an der Stelle, wo die Gartenlinie bei D6 endet, öffnen? Haben Sie den Code? Ich habe alle Codes für D6, aber ich kann nichts versprechen. Müssen Sie aber. Er wird uns in der Polis helfen, wenn Sie es tun. Dann nehmen Sie ihn mit und erklären Sie mir alles unterwegs. Wenn ich überzeugt bin, dass er uns helfen wird, öffne ich Ihre Tür. Mir nach! Oh, er ist so süß, ich hab ihn so lieb! Entschuldigung. Er ist nicht alleine, er ist nicht der Letzte. Ich verstehe seine Begeisterung und seinen Wunsch, sich sofort mit den anderen zu treffen, um sie zu befreien und zu wecken. Aber er hat sich einverstanden erklärt, noch etwas zu warten,
Zuerst wird er versuchen, uns zu helfen. Wenn wir es zur Konferenz schaffen, wird der Schwarze in der Lage sein, Mosquins Gedanken für uns offenzulegen. Oder sogar Korbuts Gedanken. Vielleicht kann dieser Wahnsinn aufgehalten werden. Das ist unsere letzte Chance. Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Oktyabrskaya und wir haben Mosquin damit konfrontiert. Er hat nicht einmal versucht, das Gegenteil zu beweisen. Er sagte, dass es pures Glück war, dass ihr Trupp für chemische Verteidigung in der Nähe eine Übung machte und sie daher trotz einiger Opfer in der Lage waren, die Epidemie im Keim zu ersticken. Ansonsten hätte sie die gesamte Metro ergriffen. Was kannst du dazu sagen? Selbst ich hätte das so gemacht. Aber Oberst, es war Lesnitzky, deren Agent, der kurz vor dem Ausbruch in D6 einen Virusbehälter gestohlen hat. Ja und? Außer Artyom gibt es keinen lebenden Zeugen. Wer würde dem Orden glauben? Wir haben jetzt D6. Was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Aber die Roten haben versucht, in die Territorium der Hanse einzubrechen. Wir könnten Mosquin... Was können wir tun? Wir sind keine Armee. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ist alles gut? Ja, Mosquin hat zum Krieg gerüstet. Ist alles okay? Ja, ich weiß, ich sollte eigentlich in einem Erwachsenengespräch teilnehmen und zuhören, aber... Wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen unterzeichnet wird. Er ist so süß. Was macht er denn für einen Unterschied? Er ist nur eine Marionette in Korbuts Händen. Und während er redet, kreisen Korbuts Streitkräfte sie ein. Sie unterzeichnen dieses Friedensabkommen mit ihrem Blut. Ja, haben Sie denn eine bessere Idee? Sie haben diesen Affen hierher gebracht. Was jetzt? Wir sind damit durch. Gehen wir zum Ratssaal. Ich habe euch nicht zugehört. Was ist jetzt euer Plan? Eure Diskussion. Er war einfach interessanter. Es tut mir sehr leid. Um Erlaubnis Meldung machen zu dürfen, Herr Oberst. Abgelehnt. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Weisen Sie Kornejew an, bitte. Ach, er weiß, was zu tun ist. Oh, was zu lesen, was zu lesen, was zu lesen, was zu lesen. Polis! Ich fragte das Kind, wie es das geschafft hatte. Wie hat es das Inferno überlebt? Jetzt weiß ich es. Als die Raketen auf die Stadt der Schwarzen niedergingen, war er schlichtweg nicht dort. Die Schwarzen. Wir haben uns gefragt, wie es passieren konnte, dass fühlende Lebewesen fast augenblicklich neu entstanden waren. Warum haben wir Millionen Jahre der Evolution gebraucht und die Schwarzen nur ein paar Jahre? Die Antwort war ganz einfach. Wir waren es, wir Menschen, die sie zum Leben erweckt hatten. Sie entstanden unter uns. Sokoi, mein Stiefvater, hat recht gehabt. Sie waren der nächste Schritt der Evolution, nach uns. Wir waren ihre Väter, sie waren unsere Kinder. Wir hatten so viele Waffen geschaffen, um uns selbst zu vernichten. Und eine dieser Waffen hat sie geboren. Sie sind nicht wie wir. Was uns umbringt, macht sie stärker. Wir haben ihnen eine verwüstete, vergiftete Welt hinterlassen. Aber sie haben gelernt, darin zu leben. Sie machen das, indem sie die Strahlung aufnehmen. Nachdem sie geboren waren, betraten sie die Welt nicht sofort. Für eine Weile existierten sie nur in einem Traum, wuchsen auf und lernten von jenen, die vor ihnen da waren. Was wir zerstörten, war ihr Zuhause. Aber die Stelle, an der ihre Kinder schliefen, war im Untergrund. In der Nähe des Botanischen Gartens, in der Nähe des Fernsehturms. Es waren die Bunker unter den Fernsehgebäuden, die mit D6 verbunden waren. Doch als die Raketen fielen, stürzten die Eingangstunnel ein. Die Schwarzen, die fast bereit waren, die Welt zu betreten, wurden drin eingesperrt. Stattdessen öffnete der Kleine seine Augen, geweckt von der Explosion und dem letzten Schrei seiner Mutter. Er wusste nichts von dem, was geschehen war. Er war auf nichts vorbereitet, wusste nichts von der Welt. Er suchte nach seinem Volk, konnte es aber nicht finden, weil die wenigen Überlebenden noch immer schliefen. Ihre Zeit zum Aufwachen war gekommen und verstrichen. Schon sehr bald könnten sie an Hunger sterben, ohne überhaupt jemals ihre Augen geöffnet zu haben. Ich weiß nicht, wie Khan Miller überzeugen konnte, aber er war der Inbegriff des Gleichmuts und griff nicht nach seiner Waffe, als er dem Schwarzen erblickte. Und die folgenden Ereignisse schockierten mich noch mehr als die Pläne der Roten. Es waren Schwarze in D6. Khan hatte die Hypothese aufgestellt, dass sie vor dem Krieg künstlich geschaffen worden waren. Als was erschaffen? Soldaten, die immun gegen Strahlung sind und keine Stimme zur Kommunikation brauchen? Könnte so sein. Aber dann hätte Gott vielleicht beschlossen, ihnen Seelen einzuhauchen. Gott, auf
Gott. Genau der. Oh Gott, ich will, dass ihm nichts passiert und dass er seine Leute zurückbekommt und dass alles gut mit dem Kleinen wird. Das ist eines der wenigen Kinder in Videospielen, das mir nicht auf den Sack geht. Ach, Pavel. Ich musste gerade wieder kurz an Pavel denken. Schmerzhafte Erinnerung. Mach dich bereit, Artyom. Bleib nah bei dem Kleinen. Immer. Hurra, Genossen! Es soll Frieden herrschen. Im Namen unserer Kinder. Sie sind ein Lügner! Komm, haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß, was ich mache. Glauben Sie mir. Dieses eine Mal. Wer sind Sie? Wohin? Schaffen Sie diesen Mann weg. Ranger, wegtreten. Artyom, Kleiner, ihr seid dran. What? Warum spiele ich hier? Ich dachte, ich kriege jetzt wieder eine schöne Cutscene. Genosse Mosquin, Sie müssen mich dabei unterstützen. Ansonsten könnten ein paar unbequeme Details auftauchen, die den Tod Ihres Bruders betreffen. Ah, okay. Ich hatte ein Gespräch mit öffne die Erinnerung. Zwischen Ihrem Bruder und seinem Berater. Über die Bedrohung, die sie darstellen. Und über Wege, sie zu eliminieren. Was soll das? Bedrohung? Wir sind Brüder. Er glaubt, dass sie sich übergangen und betrogen fühlen. Er fürchtet, dass sie ihn stürzen werden. Er ist total verrückt. Total. Dem werde ich was erzählen. Worte allein werden seine Pläne für ein Attentat nicht abwenden. Nein, sie müssen zuerst zuschlagen. Ah, ja, das ist so. Genugtuung. Schön alles ans Licht bringen. Ich bin ja so erfreut, dass wir uns endlich vertragen. Es war ein Streit um gar nichts. Lass uns einen trinken. Klar, Bruder. Was? Du strafst mich mit Schweigen. Was guckst du mich aus diesen ehrlichen Augen so an? Es war deine Schuld. Wer wollte mich denn tot sehen? Korbut hat dich verraten. Und jetzt hat er mich an den Eiern. Alles nur wegen dir. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Bruder. Für mich gibt es keine Vergebung. Aber dennoch... Das sollte eigentlich reichen. Was? Was war ich? Wo ist er hin? Laut? Wo ist der Kleine? Wo ist der Kleine hin? Ich verstehe. Sie haben mir also etwas gegeben. Genau wie ich meinem Bruder etwas gegeben habe. Ja, ich habe es getan. Ich habe ihn vergiftet. Ich, nicht Korbut. Ich bin ein Narr. Ich dachte, er wollte mich retten. Und er nahm einfach die Macht an sich, packte mich an der Kehle. Und er stürmt gerade die Sechs. Und da ist dieses Virus. Und wenn es in Korbuts Hände fällt,
Ah, das Ende. Aber Sie sind der Anführer. Befehlen Sie es ihm. Rufen Sie die Truppen zurück. Halten Sie sich mit. Hier können wir nichts mehr machen. Beeilung. Schneller. Was für zum Bahnsteig sind Sie? Verdammt, ich werde D6 nicht aufgeben. Mir nach. Los geht's. I'm so ready. Okay, episch. Kahn mit dem einen Helm. Der Menschheit machen sich in ihrer letzten Schlacht gegenseitig kalt. Es ist nicht sein Krieg. Ich hoffe, er konnte uns vergeben. Mir vergeben. Für das, was wir seinen Brüdern und Schwestern angetan haben. Seiner Mutter und seinem Vater. Ich glaube, und das hat er selber gesagt, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, wir haben ihm beigebracht, was Vergebung ist. Deswegen wird er das bei uns auch anwenden können. Aber ich werde ihn vermissen. Das werde ich wirklich. Ach ja, aber als Ersatz dafür habe ich ja meine Schrotflinte. Die wird mich nie verlassen. Ich sehe übrigens jetzt schon, dass die Folge Überlänge haben wird, aber drauf geschissen, wir ziehen das jetzt durch. Hab ich lange nicht mehr gesehen. So, ich will hier gar nicht lange schnacken, ich möchte töten. Darf ich töten? Nee, ich darf nicht töten? Okay. Gut, dann warten wir. Was warte ich denn? Bin so aufgeregt, ich würde gerne los. Kannst gar nicht abwarten. Ja, okay. Okay. Oh, okay. Waffenbrüder. Ich bin kein Mann der langen Reihe, aber hört euch das an. Ihr seid die hingebungsvollsten, mutigsten Soldaten der Mikro. Jeder von euch ist 5 Rote wert. Wenn ihr einfach die Arbeit macht, für die ihr ausgebildet wurdet, dann gewinnen wir diese Schlacht. Sparta, in die Schlacht! Sparta! Alle machen mit, außer Atjon. So, jetzt aber! Wo sind sie? Das reicht. Kommen Sie hierher zurück. Ausrüstung prüfen. Schuhe gebunden? Reißverschlüsse zu? Ich hab keine Munition, Jungs. Bitte sagt mir, dass hier ganz viel Muni drin ist. Oh Gott, sei es gedankt. Das wäre jetzt ein bisschen traurig geworden. Okay, nochmal alles aufgefüllt. Oh nein, los geht's! Und die ersten sind direkt alle tot. Ah, ich würde gerne daran, aber ich kann nicht. Ah, der ist weg. Wo haben wir hier den Kopf? Da haben wir den Kopf. Ich treffe ihn nur nicht. Aua! Ah, fuck, das ist nicht so gut. Hallo! Oh.
Nee, ich kann hier wirklich nicht rüber. Ich dachte, ich kann vielleicht in das Geschütz, aber ich komme da nicht rüber. So, ich sehe den Feind nicht. Aua. Ja, gut, da bin ich gestorben? Nee, okay. Sieht sehr gescriptet aus. War das? Nee, das war nicht Khan. Okay. Okay, Rückzug wohin? Achso, Stellung halten, alles klar. Toll. So, wo da haben wir noch einen? Da war es auf einmal sehr ruhig. Toll. Ja, lass mich mal kurz aufluten. Was? Ja, das ist nicht so gut. Mit was soll ich das ausschalten? Ist das ein schlechter Scherz? Oh, wird mir hier irgendwas rot angezeigt bei dem Ding? Ja, da. Kann ich? Flieg nicht weit genug. Oh, es ist traurig. Ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwas bringt. Ah, das gibt's doch nicht. Sniper bringt mir auch nichts. Oh, was hätte ich jetzt gern? Raketenwerfer, das glaubt ihr gar nicht. Ah, wir sind gleich tot. Außerdem, warum muss ich mich beeilen? Ah, da waren wir tot. Oh, Mann. Ja. Tragisch, tragisch. Kann ich das überspringen? Nee, nicht wirklich. Ah, oh, ernsthaft? Komm her. Eigentlich. Ah, warte, warte, warte. Ja, doch, jetzt geht die wieder. Komm her. Ich will immer die Waffe wechseln, aber dann kommt er plötzlich doch so nah und dann kann ich bei der Waffe bleiben, bei der ich eigentlich war. So in etwa. Okay, der ist auch weg.
Okay, ich bin mir immer noch höchst unsicher. Er stellt mir das Ding aber schon hier so hin. Aber... Ich weiß nicht wie. Ich hätte gehofft, das Ding da hinten ist irgendwie entflammbar, aber dem ist nicht so. Oh Gott. Snipern ist auch nicht so meins. Ist das rot markiert? Damit ich drauf schieße? Ah, na, da kann man ja mal drauf kommen, ne? Aber wie jetzt weiter? Wieder mit der... Na, das bringt's ja nicht. Okay, auf die Räder? Die sind immer noch rot? Ah, okay. Einfach auf das schießen, was unfassbar leuchtend ist. Kann man sich eigentlich merken. Nein, nicht wieder zu machen. Oh. Haben wir wirklich gewonnen? Sind aus der Gefahrenzone und unterwegs zum Evakuierungspunkt. Gut gemacht. Neu formieren und bereit machen. Wir werden es jetzt jeden Moment noch einmal probieren. Ja. Oh. Das ist wichtig. So, ich muss nur kurz irgendwie... Oh, jetzt hat er mich wieder ganz oben rausgelassen. Das verstehe ich manchmal nicht. So viel zu lesen, so viel zu lesen, so viel zu lesen, so viel zu lesen. So viel, so viel, so viel. Unfassbar viel. Mann, war dieses Spiel lang. Befolgung, Kreuzung, Brücke, Depot, Tote Stadt, Roter Platz, der Garten, Polis. D6. Eintrag 1. Wir müssen Corbett aufhalten, verhindern, dass er D6 einnimmt. Wenn wir scheitern, war alles, was wir nach dem Krieg durchgemacht haben, war der ganze harte Kampf ums Überleben, waren all diese Opfer völlig umsonst. Sollte es sein, dass der Frühling, der endlich das Jahrzehnte alte Eis an der Oberfläche zum Schmelzen gebracht hat, uns eine neue Hoffnung beschert hat, die Dunkelheit des Untergrunds verlassen und wieder nach der Sonne greifen zu können, ebenfalls umsonst war? Sollte es sein, dass es niemanden mehr geben wird, der diesen Frühling begrüßen könnte? Ich kann das nicht glauben. Die Hoffnung lebt noch immer, solange der Orden D6 hält und noch ein letzter von uns atmet. Wir werden Corbett aufhalten um jeden Preis. Für unsere Freunde und Familien, für die gesamte Metro, für den Frühling, auf den wir alle gewartet haben, für die Zukunft. Allerdings, Leute. Und das nervt mich jetzt tatsächlich. Ich weiß, ich habe gesagt, wir ziehen das durch. Ich habe gerade gesehen, da kommt auf jeden Fall, man kann noch einen Eintrag finden. Das hier wird wahrscheinlich noch ein bisschen gehen. Und das stellt mich vor ein Problem, weil ich eigentlich gleich auch schon wieder, eigentlich jetzt schon wieder los zur Arbeit müsste. Und das Ganze zusammen mit einem Abspann, und das nervt mich total, es nervt mich wirklich sehr, aber ich werde die letzte Folge nochmal separat aufnehmen müssen. Es hat gerade gespeichert an diesem Punkt, nächste Folge ist dann hundertprozentig die letzte Folge, je nachdem, vielleicht nehme ich dann auch morgen nochmal auf und merke, okay, es waren nur noch 20 Minuten oder so, vielleicht klatsche ich das dann auch nochmal alles zusammen und dann seht ihr das ja jetzt, aber wahrscheinlich... Ich weiß nicht, ich habe irgendwie, jetzt kämpfe ich nochmal 10 Minuten, dann kommt nochmal 10 Minuten Ende und dann kommt 10 Minuten Abspann und dann wäre ich auch wieder bei einer eigenständigen Folge. Und ich glaube, das würde ich jetzt bevorzugen. Deswegen mache ich es spannend und das wirkliche Finale kommt dann erst das nächste Mal. Verdammt, ich wollte das halt zu Ende bringen, aber ich schaff's einfach nicht mehr. Ich schaffe ja nicht mehr die Folge, die ich jetzt gerade aufgenommen habe, noch pünktlich hochzuladen. Das ist alles, ach, Arbeit nervt. Also Arbeiten nervt nicht, aber ich habe einfach keine Zeit. Na gut, Kinders. Diesmal wirklich... Das ist das Ende der vorletzten Folge von Metro Last Light. In der nächsten, allerletzten Folge das große Finale. Jetzt hoffe ich aber erstmal, dass euch diese gefallen hat und ihr dann hundertprozentig das letzte, nächste Mal noch einmal mit mir dabei seid. Bis dahin.
Da, Überraschung! Vergesst das, was Vergangenheits-Poison Rose von In meiner Welt vor 4 Stunden gesagt hat. Ich bin gerade von der Arbeit zurückgekommen, ich habe nochmal nachgeguckt, das Ganze geht noch 10 bis 15 Minuten. Wir ziehen die Kacke jetzt durch, man gebe mir eine Waffe mit Vorliebe eine Schrotflinte, aber ich kann auch mit allen anderen töten. Wo bin ich denn jetzt? Oh Gott, ich bin völlig überfordert. Wo schießt ihr hin? Ich sehe nichts. Die schießen alle ins Nichts? Okay, was ist das hier? Das will ich haben. Oh, das ist eine gute Idee. Schieße ich auf irgendwas Bestimmtes oder einfach nur? Okay, das finde ich ganz cool. Wag es nicht, stehen zu bleiben, wenn ich mit der dicken Wumme auf dich schieße. Hört das Ding auch irgendwann mal auf? Muss ich mir da Sorgen machen? Oh, das sind nur Fettgepanzerte jetzt. Und ich hau sie alle weg! Das ist schon ein bisschen geil. Aber es werden immer mehr. Okay, aber wir werden auch mehr. Ich will nicht nachladen. Nachladen ist für Lappen. Okay, ich muss nachladen. Achso, sie ist einfach gleich leer. Okay, war gescriptet. Oder auch nicht? Oh, was kommt denn da jetzt? Vielleicht hätte ich mir die dicke Wumme aufheben sollen. Habe ich dafür noch was? Nee. Was ist denn da? Da kommt gerade keiner. Wo ist denn da der Feind? Ah, das ist der Feind. Oh, was zur Hölle bist du denn? Oh nein, die kommen jetzt hierher. Oh, fuck. Na, das ist ja hilfreich. Ratatatatat. Komm schon, geh hoch. Ich weiß, dass du kurz davor bist. Das wollte ich. Und da brennt er auch schon. Also so richtig? Was? Scheiße. Die Einrichtung ist für die Sprengung verkabelt. Ich habe den Befehl in der Polis gegeben. Da wir jetzt D6 verloren haben, ist unsere einzige Option, es zu zerstören. Was zum Teufel ist das? Nicht gut. Boah, Tion, wer, du lässt mich jetzt hängen. Oh, oh. Schonen Sie Ihre Stimme, Kirillov. Hier gibt es nur tote Spartaner. Ich fühle mich ein wenig wie Xerxes. Was für eine unverzeihliche Verschwendung von Männern und Ressourcen. So viele gute Soldaten sind tot. Und wofür? Für die Polisstation? Den Rat? Ach, nun ja. Alle wurden vom Feuer der Revolution gereinigt. Was für eine angenehme Überraschung, Oberst Miller. Oder was von Ihnen übrig ist? Artyom, es wird Zeit. Und wer ist das? Komm schon, komm schon, komm schon. Ich fahr zusammen mit dir in die Hölle, mein Freund.
keine Angst. Es gibt nichts, wovor du jetzt Angst haben müsstest. Unsere Feinde besiegt und die Metro gerettet. War mein Papa tapfer? Der tapferste von uns allen, denn er hatte nie Angst, sich mit Dingen zu befassen, die er nicht verstand. Und wo sind die Schwarzen hin, Mama? Weg, an einen sicheren Ort. Aber sie haben versprochen, wiederzukommen. Weggehen. Oh mein Gott, Antion ist tot! Oh mein Gott, ich habe sie geschwängert! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh, okay. Ja, das war jetzt wirklich nicht mehr viel. Aber das hätte ich tatsächlich vorhin vor der Arbeit nicht mehr geschafft. Also allein jetzt mit auch noch Abspann genießen und so. Das war schon okay, dass ich es nochmal gesplittet, also Aufnahme gesplittet habe, aber... Ich weiß nicht, bei was sind wir jetzt? 45, 50 Minuten? Standard für die letzte Folge. Oh, da laufen sie. Ach, Leute. Ist gerade ein bisschen viel auf einmal. Mir gefällt es nicht, dass Antion tot ist. Mir gefällt es überhaupt nicht. Und damit habe ich jetzt so eigentlich auch nicht gerechnet, dass das jetzt so ein Heldenopferungstod wird. Muss es erstmal sacken lassen, aber wir können ja auch den Abspann ein bisschen genießen. Musik ist gerade sehr schön und dieses Zerstörte, das ist so. Ich muss echt sagen, ich fand Last Light definitiv besser als 2033. Und das, obwohl mir im Vorfeld von eigentlich schon ein paar Leuten gesagt wurde, naja, Last Light ist schlechter, aber das fand ich überhaupt nicht. Ich fand es eigentlich in jedem Belang besser. Also ich fand es abwechslungsreicher. Allein das mit den Bosskämpfen, was es im ersten Teil halt so nicht gab. Die jetzt an sich auch nicht so abwechslungsreich waren. Es waren eigentlich immer irgendwelche fetten Viecher, die auf mich zugestürmt sind. Und ich musste einfach nur ballern, ballern, ballern. Aber gut, ist immer noch ein Shooter. Ich fand's viel emotional involvierender und viel intensiver. Also das fing schon an, als wir mit Pavel da unterwegs waren. Und diese Flugzeugsequenz, das war noch in den ersten Folgen, wo ich mir dachte, wow, okay. Da habe ich jetzt nicht so mit gerechnet. Dann in diesem ganzen Quarantänezentrum. Das war alles so großartig gemacht und der kleine Schwarze, gut, Mutterinstinkt entwickelt sich bei mir manchmal schnell, aber den hatte ich dann bei ihm halt sofort und allein dieses Ganze, wo ich am Anfang noch dachte, wo Khan kam mit, ja, die Schwarzen sind eigentlich gut und ich war noch so, was, aber dass sich das dann alles so entwickelt hat, ich meine, gut, das so ganz mit den Schwarzen habe ich das noch nicht verstanden, wo sie jetzt wirklich herkam. Er las am Ende irgendwas ja von wegen Evolution. Aber soll man vielleicht auch nicht ganz. So ein bisschen Mysterium soll ja noch da bleiben. Aber ich fand's großartig. Ich fand's wirklich besser als den ersten. Der erste war nicht schlecht. Der erste hat auch Spaß gemacht. Aber das hier war schon teilweise sehr packend. Fand ich. Bin jetzt auch ein bisschen traurig, dass es vorbei ist. Also nicht nur traurig im Sinne von, das Spiel ist vorbei, sondern traurig im Sinne von, der kleine Schwarze ist weg, den ich wirklich mochte. Und traurig im Sinne von, Atian ist tot. Und da habe ich halt wirklich nicht mit gerechnet. Wahrscheinlich auch noch so mit dem Hintergrundgedanken, ja, es gibt jetzt bald einen dritten Teil, der übrigens verschoben wurde, was ich traurig finde. Habe ich heute erst bei Game 2 gesehen.
Metro Exodus kommt nicht mehr dieses Jahr, sondern eher erstes Quartal nächstes Jahr. Wenn überhaupt. Oh, ob wir da Artions Sohn spielen? Spekulation, Spekulation. nee, das ist schon... Ich fand's besser. Wie gesagt, der erste war nicht schlecht. Aber der zweite, und ich hatte auch gelesen, dass der zweite zum Beispiel weniger gruselig sein soll, was mich eigentlich beruhigt hat. Aber es gab so viele Momente, allein dieses Katakomben-Ding. Alter, was habe ich da Blut und Wasser geschwitzt. Wobei da eigentlich nichts war, aber es war halt schon und es waren Geräusche und du hattest Angst, aus jeder Ecke könnte irgendwas springen. Und das war im ersten Teil zwar auch schon so, aber im zweiten haben sie das nochmal ein bisschen besser gemacht, fand ich. Einfach intensiver. Also auf jeden Fall Props an den zweiten Teil. Sehr, 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 sehr gut. Ah, traurig bin ich trotzdem. Aber das gehört dazu. Das gehört dazu, wenn ein schönes Spiel beendet wurde. Und das war, glaube ich, der abrupteste Abspann, den ich jemals gesehen habe. Beziehungsweise gehört. Es war gerade sehr dramatisch und zack, Musik weg. Aber das ist auch ein Zeichen für mich, dass ich weg sein werde. Aus diesem Let's Play. Wie gesagt, Last Light fand ich nochmal einiges besser als Metro 2033. Sehr gutes Spiel. Sehr intensiv. Sehr packend. Sehr gut gemacht. Aber jetzt ist es vorbei. Ich freue mich schon auf das nächste Spiel. Auf das nächste Projekt. Ich hoffe... Warte mal, lass mich kurz rechnen. Heute ist Donnerstag. Ich muss noch raus am Freitag. Es könnte knapp werden. Ich weiß nicht genau, ob ich einen fließenden Übergang hinbekomme. Ihr werdet sehen. Ich kann es nicht versprechen. Ich weiß, dass ich die nächsten Tage viel am Arbeiten bin. Deswegen weiß ich nicht, wie ich zum Aufnehmen komme. Ich gebe mein Bestes. Aber ich bin sehr gespannt auf das Spiel, das da kommt. Kann ich es irgendwie anteasern? Es ist sowas ähnliches wie ein Nachfolgetitel von Spielen, die ich bereits auf meinem Kanal spielte. Wow, das war mysteriös, aber auch vielversprechend. Na gut, aber jetzt erstmal gebührend dieses Let's Play verabschieden. Das hat es verdient, das hat es definitiv. Das war Metro Last Light, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir. Und ich hoffe, dass wir uns dann in dem nächsten Let's Play, in irgendeinem anderen Let's Play, in irgendeinem anderen Video wiedersehen werden. Daher würde ich mal ganz optimistisch sagen, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Bis dahin.